heute kommt das Video zu der... halt's mal. Heute kommt die hoch angefragte Schminksammlung. Und zwar werde ich euch heute nicht nur meine Schminksammlung, sondern auch meine gesamte Schminkecke hier zeigen. Und zwar ist das hier meine Schminkkommode. Hier unten steht da noch ein Stuhl. Dieser Stuhl gehörte noch zu meinem alten Schminktisch, aber ich benutze den hier weiter, weil ich den sehr schön finde. Ich habe hier diese IKEA Hemmnis-Kommode neu. Das ist einfach diese ganz normale. Die kennt ihr bestimmt alle. Die haben total viele, aber ich mag sie einfach total gerne. Und darüber habe ich dann noch einen Spiegel und zwar ist der auch von IKEA. Daneben hängen dann noch so Ballettschüchen. Die habe ich mir mal in St. Petersburg gekauft. So sieht meine Schminkecke im Gesamten aus. Und ja, ich mag es wirklich sehr, sehr gerne und ich würde sagen, jetzt beginnen wir mal damit, was so auf dem Tisch steht. So sieht der Tisch erstmal ganz links aus und zwar habe ich hier erstmal so einen Blumentopf von IKEA. Und zwar bewahre ich hier meine Pinsel auf. Ich habe die verschiedensten Pinsel aus dem Pinselset. Dann habe ich hier Real Techniques Pinsel, Sueva Pinsel, einen Rivale Loop Pinsel und ich habe auch noch viele andere, wie ihr sehen könnt. Und dann habe ich hier noch Pinzetten, einmal meine liebste von Evelyn und hier so zwei kleine von Gina Tricot, die in ganz süßen Farben sind. Dahinter steht dann eine MAC-Tüte, die hat Jenny mir mal geschenkt. Danke nochmal dafür. Ihren Kanal verlinke ich euch mal in der Infobox. Ja, hier ist dann noch so eine American Apparel Schleife, die habe ich mir vor kurzem mal gekauft. Ja, die habe ich dann da so einfach dran geklippt, weil das ganz süß aussah. Und dann habe ich hier so ein, ja, kann man sagen, Tablett. Das ist einfach so ein weißes Tablett hier und zwar ist da noch ein Orchideenmuster. Das Tablett ist übrigens von Kik, weil da einige nachgefragt haben. Und zwar bewahre ich hier einfach meine Hollister Body Sprays auf. Hier habe ich zwei Stück von, dann noch ein Balea Body Spray, das mag ich auch sehr gerne. Brazil Mango ist das. Und die Hollister sind Laguna Beach und Crescent Boy. Ich habe auch noch Tippers Beach, aber das steht momentan in dem Zimmer meiner Schwester, weil wir uns die ja teilen. Dann sind hier meine Parfüms für Beginn einfach ganz rechts. Hier habe ich erstmal das Katy Perry Parfüm, das mag ich wirklich sehr gerne. Ist ein relativ starker Duft, habe ich aber auch schon sehr, sehr lange, geht irgendwie nicht leer, weil ich es einfach nicht so oft trage. Dann hier FM, das riecht halt nach Miss Dior Cherie. Dann hier mein liebstes, Victor & Rolf Flower Bomb, ist auch schon extrem leer. Dann so ein Parfüm-Sample und dann habe ich hier noch so ein paar Parfüm Proben dran von den verschiedensten Parfüm. Dann habe ich hier noch Essential Gun, das hatte ich ja mal in meiner Glossy Box Young Beauty. Und dann hier noch das Soap & Glory. Das habe ich mir mal in England gekauft. Mittlerweile gibt es das aber jetzt auch in den deutschen Douglas-Filialen. Hier rechts geht es dann direkt weiter. Und zwar habe ich da erstmal so Aufbewahrungsboxen, diese beiden hier. Die sind übrigens von Rossmann, weil da einige nachgefragt haben. Da bewahre ich einfach meine Wattepads und Ohrstäbchen drin. Dann habe ich hier so einen kleinen Spiegel und mit dem schminke ich mich halt einfach immer. Das ist schon ein ganz alter. Ich weiß gar nicht mehr, woher der ist. Und dann in diesem pinken Korb habe ich natürlich erstmal mein Abschminkzeug. Hier von L'Oreal. Das Hydra Active 3 ist auch schon wieder extrem leer. Und dann habe ich dahinter das Soap & Glory Flake Away Peeling. Das mag ich wirklich sehr gerne. Und dann noch die Synergen Body Butter. Ich hatte auch noch eine von The Body Shop, die ist aber jetzt leider leer. Ich will mir dann noch eine neue holen. Und dann als letztes hier noch die Balea Handlotion. Und dann liegt davor noch mal eine Schweineborstenbürste von Evelyn. Die habt ihr mir mal empfohlen und dann dachte ich, so kaufe ich mir die mal. So sieht das dann im Gesamten aus. Ich finde das wirklich sehr, sehr hübsch. Ich mag diese Ecke ja persönlich lieber als die, aber ja, kann ja nicht alles perfekt sein. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir sofort mit der ersten Schublade. Und zwar ist das die Schublade, wo ich meine gesamte Schminke aufbewahre. Schock erstmal. Und ich weiß, dass ich wirklich eine Menge Schminke habe. Aber ich finde, dafür, dass ich halt so mich sehr dafür interessiere, geht das auf jeden Fall noch. Also es passt pro Kategorie immerhin alles in so eine Schublade hier und ich finde, das geht dann noch. Also mehr wäre jetzt wirklich nicht so toll. Ich brauche jetzt auch immer erstmal auf, bevor ich mir neue Sachen kaufe, weil ja, das ist wirklich eine Menge. Diese Boxen auf jeden Fall sind das solche. Das sind drei Stück, die ich in der Schublade habe. Das ist zum Beispiel eine einzelne. Und zwar habe ich die ebenfalls von IKEA. Die heißen, glaube ich, Antonius. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mal ganz rechts. Hier in diesen beiden habe ich erstmal Nagellacke. Das sind hier hauptsächlich Essie-Nagellacke. Ich habe hier aber zum Beispiel auch noch einen von Wet n Wild, von Sally Hansen oder von Essence hier. Und da hinten sind dann die Lacke, die ich nicht so oft verwende. Zum Beispiel von P2, von Catrice und ja, ich benutze die alle nicht so oft. Und da hinten, hinter den Schubladen, habe ich dann noch den Rest meiner Nagellacke, weil die Schubladen passen nicht so perfekt in die Kommode.
Deswegen ist dahinter noch ein bisschen Platz und hier habe ich dann auch noch so eine Tasche mit Nagelzeug. Hier vorne sind dann meine ganzen Lippensachen und zwar sind das hier alle meine Lippenstifte. Ich kann euch ja mal so einige meiner Favoriten zeigen. Zum Beispiel hier von Rival de Loop die Farbe 109. Das ist wirklich so ein schöner Nude-Ton, den ich wirklich sehr, sehr gerne trage. Und dann mag ich auch sehr, sehr gerne hier von Lancôme. Das ist so ein Sample, der heißt L'Absolue, ich weiß jetzt die Farbe nicht. Auf jeden Fall ist das so ein schöner Rosaton. Hier zum Beispiel die Farbe 07 Natural Beauty, ist wirklich ein ganz schönes Rosa auch. Ja, also ich trage am liebsten so Nude-Rosa-Töne. Und dann habe ich daneben einfach so Lipglosse, Lipcreams. Hier zum Beispiel den Never Lose Your Cherry Lip Balm von Anatomicals. Dann habe ich hier noch einen Lipgloss von zum Beispiel Mary Kay oder hier von Manhattan, Carmex. Einfach so ein paar Lippensachen noch. Direkt daneben auch noch hier so zwei Lip Butters von Nivea. Die mag ich wirklich sehr gerne. Die gibt es ja mittlerweile auch im Nivea Haus. Und dann noch das Lush Lip Scrub Bubblegum. Das mag ich auch wirklich sehr gerne. Kann ich euch allen empfehlen, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Über den Lippenstiften habe ich dann hier so alle meine Kajalstifte. Hier habe ich noch den Ebelin Make-up Sponge. Und ja, hier habe ich zum Beispiel noch eine Lidschattenbase von Essence. Die mag ich wirklich sehr gerne. Ist aber leider aus dem Sortiment gegangen. Und dann habe ich hier einfach so Creme-Lidschatten. Hier habe ich zum Beispiel einen von Express. Hier von P2. Das sind einfach die verschiedensten Kajalstifte. Ich bin nicht so der Kajalstift-Fan. Außer einen benutze ich wirklich sehr häufig. Und zwar ist das der von Alterra. War mal in der LE. Den mag ich wirklich sehr gerne. Aber sonst bin ich nicht so der Kajal-Fan. Und dahinter habe ich dann einfach Creme Lidschatten, aber nicht nur. Zum Beispiel hier habe ich einen Mary Kay Gel Eyeliner. Ich glaube, den habe ich euch noch nie gezeigt. Das ist einfach so ein blauer. Dann habe ich hier noch von Alva Cosmetics, das habe ich mal zugeschickt bekommen. So einen schönen Türkiston. Ist leider auch nicht so meins. Wollte ich so am unteren Wimpernkranz tragen. Mache ich aber irgendwie nie. Urban Decay Primer Potion gehört eigentlich hier hin. Dann noch so ein zerkrümelter Lidschatten. Da war mal eine Rasierklinge drin. Und dann habe ich hier noch von Elf zum Beispiel Lidschatten, hier einen Creme-Lidschatten und auch einen Puder-Lidschatten. Da habe ich auch noch Agnes B. Lidschatten. Moment, wenn ich das mal hinkriege. Den mag ich wirklich sehr gerne. Und ja, das ist diese Schublade da hinten. Beginnen wir hier ganz vorne und zwar habe ich hier erstmal Lidschattenpaletten. Hier habe ich eine von Sleek, die Oh So Special Palette. Wie ihr seht, benutze ich die wirklich sehr, sehr häufig. Ich habe die aber auch schon sehr lange. Und dann habe ich hier so eine Bintenbox, war das eigentlich. Aber ich habe das bei ganz vielen gesehen, dass die die für Lidschatten nutzen. Und ja, so sieht das aus. Eigentlich wollte ich die festmachen, aber ja, das hat nicht ganz gepasst. Und dann habe ich die hier einfach alle so reingeworfen. Dann habe ich hier meine neue Naked Basics Palette, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. So. Und ich benutze die auch wirklich sehr gerne. Ihr könnt die auf Beauty Bay bestellen. Das müsst ihr mal googeln. Dann hier meine Naked Urban Decay Palette, die erste. Die zweite möchte ich mir auch noch gerne kaufen. Aber ja, erstmal habe ich jetzt nur die beiden. Und dann geht es oben weiter. Hier rechts habe ich erstmal alle verschiedenen Lidschattenpaletten. Hier zum Beispiel von Catrice so eine. Dann habe ich hier eine von Biu. So heißt die Marke. Und so sehen die Lidschatten aus. Und dann habe ich hier noch verschiedene Lidschattenpaletten. Hier noch von Mary Kay so eine. Die finde ich auch wirklich ganz süß. Sieht so aus. Ja, einfach alle verschiedenen Marken, Maybelline, benutze ich aber alle eigentlich gar nicht so. Und dann hier links einfach meine Mascara. Hier habe ich von Yves Rocher eine, die mag ich wirklich sehr gerne. Meine liebste Wimpernzange von Rossmann, mittlerweile kann ich gar nicht mehr ohne Wimpernzange. Und dann habe ich hier noch ein paar Maybelline Mascara, hier die Rocket, die Colossal Volume Express, von Catrice die The Giant Mascara, hier nochmal die The Rocket Wasserfest. Dann natürlich mein Alverde Augenbrauengel, ich liebe das einfach. Ja, das ist so, was sich in der Schublade befindet. Und dann habe ich hier ganz hinten auch nochmal so ein paar Lidschatten. Hier habe ich zum Beispiel welche von Essence aus dem neuen Sortiment, welche Catrice aus dem Standardsortiment, dann aus der Tribal Summer LE ein Essence Lidschatten, hier noch einer von MAC, das ist der All That Glitters, den mag ich auch wirklich sehr gerne. Dann hier noch ein Rival de Loop Lidschatten, der ist mir leider zerbröselt, aber ich mag den wirklich sehr gerne, deswegen benutze ich den immer noch. Und dann hier rechts habe ich einfach Creme-Lidschatten, zum Beispiel das Maybelline Color Tattoo. On and On Bronze mag ich wirklich sehr gerne. Dann aus so alten LE, so Catrice Creme-Lidschatten. Und hier dann noch ein Essence Gel Eyeliner und noch ein Catrice Made to Stay Lidschatten. So sieht der aus. Und dann als letztes hier noch so Yves Rocher Pigmente.
Jetzt sind wir auch schon ganz links und zwar bei der letzten Aufbewahrungsbox. Das ist diese hier. Und ich würde sagen, wir beginnen wieder ganz vorne. Ganz vorne habe ich links jetzt zuerst meine Concealer. Ich habe hier aber noch so ein Agnes B. Augenbrauenstift. Ja, aber auf jeden Fall habe ich hier eigentlich meine Concealer. Hier einmal die Catrice Camouflage, die ich wirklich ganz gerne mag. Den MAC Concealer, den Studio Finish, den ich sehr gerne mag. Den MAC Pro Longwear, benutze ich auch wirklich sehr gerne. Collection 2000 und den habe ich mir in England gekauft. Der deckt wirklich mega doll ab. Und dann hier dieser Garnier BB Cream, den ich nicht so toll finde. Und dann rechts daneben habe ich meine Bronzer, hier zum Beispiel von Bourjois, den Schuki Bronzer. So sieht der aus. Daneben dann noch von Terra del Sol ein Bronzer in der Farbe 2, ein Wet n Wild Brow Kit, hier das Sleek Contour Kit in Medium und die Sleek Blush by Free Palette. Und dann habe ich darüber, habe ich dann auch schon den Rest meiner Blushes. So, hier sind meine Blushes und zwar habe ich hier zuerst so einen Creme Rouge von Mary Kay, dann hier so ein P2 Mission Summer Look, war eigentlich ein Lidschatten. Dann meine drei Sleek Blushes, die ich wirklich sehr gerne mag. Ein Catrice Blush, ein Rival de Loup Blush, meine MAC, wie heißen die nochmal? Mineralized Skin Finishes, die ich wirklich sehr gerne mag. Das hier ist neu, ich glaube, das kennt ihr noch gar nicht. Dann hier von Agnes B. noch so ein Blush Bronzer. Und dann hier von The Barn, den Cabana Boy, den habe ich hier schon in einem Haul vorgestellt. Den mag ich auch sehr gerne. Dann dahinter jetzt noch ein Maybelline Blush. Dann hier noch ein Highlighter von der Douglas Eigenmarke und den Altera Bronzer. Links daneben bewahre ich dann meine Foundations auf. Und zwar habe ich hier die Max Factor Facefinity Foundation. Dann die Max Factor Ageless Elixir. Die Maybelline BB Cream ist mir leider momentan zu hell. Dann habe ich hier noch das Catrice Ultimate Moisture Make-up. Und als letztes hier dann nur noch die Essence Natural Cover Moisturizer. Ja, ich bin ja nicht so der Foundation-Fan. Naja, auf jeden Fall habe ich hier ganz hinten dann nur noch ein Catrice Matte Mousse Make-up. Das benutze ich manchmal so als Bronzer. Ja, so sieht dieser hier aus. Den mag ich wirklich als Bronzer sehr, sehr gerne. Und dann hier noch zwei zu Eva Mineral Bronzer und Highlighter. Den Bronzer mag ich gar nicht so gerne, aber wirklich den Highlighter, den benutze ich ständig. Ich finde ihn wirklich ganz, ganz toll. Den zu Eva Shop kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Und dann hier links habe ich nur noch meine Puder. Und zwar einmal so ein Essence Translucent Fix and Matte Powder. Das hat mittlerweile eine neue Verpackung. Dann hier ein Manhattan Puder, der ist mit der Deckel abgebrochen. Und das Bourjois Healthy Balance Powder habe ich mir auch mal in England gekauft. Und dazwischen dann nur noch zwei Packungen All Control Paper. Unglaublich, aber wir sind durch. Mit meiner ganzen Schminke nur noch hier ganz links habe ich dann nur noch einige Paletten. Hier habe ich zuerst die Palette von Banggood. Den Shop kann ich euch in der Infobox verlinken. Den habe ich euch ja schon im letzten Video vorgestellt. So sieht diese Palette aus. Und dann habe ich hier noch so eine Palette von Guerlain. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. So sieht die aus. Dann habe ich noch die Essence Your Cupcake Palette, finde ich nicht so klasse. Dann noch Wimpern, und zwar habe ich die auch von Banggood bekommen. Dann hier das P2 Perfect Face Fixing Spray, finde ich nicht so toll, muss ich sagen. Dann diese Pinseltasche hier, die habt ihr auch im letzten Video gesehen. Und die Verpackung von der Naked Basics Palette, ich bringe es noch nicht übers Herz, sie wegzuschmeißen. Als letztes dann hier diese Verpackung, da konnte man ja so zwei Abschminktüchpackungen kaufen und dann kriegt man die Box dazu und ja, jetzt steht die hier immer dran. Ja, und das ist dann jetzt auch schon meine ganze Schminke. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Kommode. Und zwar ist die nicht ganz so spannend, aber ich dachte, ich zeige sie euch mal trotzdem. Und zwar bewahre ich da meine ganze Pflege auf. Ich bewahre das hier alles so in Glossy-Boxen auf, wie ihr das sehen könnt. Und ich habe hier zuerst einfach Kosmetiktücher. Ich tue die mal eben hoch, damit ihr alles sehen könnt. Da habe ich einfach Deo, Parfüms. Dann noch so eine Box von Anuna Nawadi mal. Diese Box, da sind einfach Haargummis drin. Dann geht es hier weiter, habe ich hier erstmal so Haardinge und dann Deo, Rasierer. Dann habe ich hier meine ganzen Zocken Glory Produkte. Was zum Bräunen, Masken, Gesichtswasser. Also wirklich einfach nur alles Mögliche. Ich habe wirklich total viel Kram in Sachen Pflege. Und die letzte Schublade ist eigentlich sehr unspannend. Einfach nur irgendwas. Und zwar Bürsten, die ich momentan nicht verwende. Glätteisen, Lockenstab, so eine Dose, Haarfarbe, meine Extensions. Hier noch ein Spiegel, Fußcreme. Einfach nur ganz komisch und unspannend. Und deswegen kommt die direkt wieder zu. Mit meinem Fuß. Und das war es dann jetzt auch schon mit meiner Schminkecke. Ich mag wirklich meine Kommode sehr gerne und ich würde sie euch allen weiterempfehlen.
Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr oder weniger Schminke erwartet hättet. Also hättet ihr gedacht, dass ich noch mehr Schminke habe oder eher, dass ich weniger Schminke habe? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wer bis hierhin dran geblieben ist, auf den bin ich ganz schön stolz, der schreibt jetzt in die Kommentare Peace und ja, also Peace und Ciao. Aber das ist das Kristen Boy, das Laguna Beach mag ich auch relativ gerne, aber das hier mag ich noch lieber. Und ja, deswegen habe ich das diesen Monat.